Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Erfahren Sie, wie Sie Ihre virtuelle Maschine mit VMware, Oracle VirtualBox und Microsoft Hypervisor beschleunigen können. Die Virtualisierungstechnologie wird heute in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, von Servern bis hin zu Desktops. Aber auch wenn es einfach ist, eine virtuelle Maschine auf Ihrem Computer einzurichten, ist die Leistung immer ein Problem. In diesem Video zeige ich Ihnen ein paar Möglichkeiten, wie Sie die beste Leistung aus Ihrer virtuellen Maschine herausholen können. Das Video-Tutorial ist allgemein gehalten, sodass es auf allen Hypervisoren funktioniert. Starten Sie Ihren Computer neu, bevor Sie mit den Einstellungen fortfahren. Wenn Ihre virtuelle Maschine bis zu diesem Zeitpunkt normal gelaufen ist und sich plötzlich anfängt, versuchen Sie, den Computer oder Server, auf dem sie installiert ist, neu zu starten. Dies wird Ihnen helfen, die weitere Ursache zu ermitteln. Eines der wichtigen Elemente, die die Leistung des Computers beeinflussen, ist der Arbeitsspeicher. Virtuelle Maschinen sind sehr anspruchsvoll, was den verfügbaren Arbeitsspeicher angeht. Daher wird für die virtuelle Maschine eine Menge an Speicher zugewiesen, die den Mindestanforderungen des Betriebssystems entspricht. Es wird empfohlen, mindestens ein Drittel des gesamten Hostspeichers für die virtuelle Maschine zu reservieren. Wenn nach der Erstellung der virtuellen Maschine festgelegt wird, dass der Arbeitsspeicher für einen ordnungsgemäßen Betrieb nicht ausreicht, kann er zu den Einstellungen hinzugefügt werden. Stellen Sie sicher, dass die virtuelle Maschine deaktiviert ist, bevor Sie dies tun. Es wird auch nicht empfohlen, der virtuellen Maschine mehr als 50% des physischen Präsens auf dem Server zu geben. 8 GB RAM, die auf dem Haupt-PC installiert sind, sind für den normalen Betrieb jeder virtuellen Maschine ausreichend. Stellen Sie einen höheren Wert ein und testen Sie die Leistung der virtuellen Maschine. Neben der Erhöhung des Arbeitsspeichers können Sie auch mehr CPUs hinzufügen. Die Hauptlast beim Betrieb einer virtuellen Maschine liegt bei der CPU. Je mehr CPU-Leistung die virtuelle Maschine also in Anspruch nehmen kann, desto besser, schneller läuft sie. Wenn die virtuelle Maschine auf einem Computer mit einer Multicore-CPU installiert ist, ist es möglich, der virtuellen Maschine mehrere Kerne zuzuweisen. Eine virtuelle Maschine mit zwei oder mehr CPU-Kernen läuft spürbar schneller als eine. Die Installation einer virtuellen Maschine auf einem Computer mit einem Single- oder Dual-Core-Prozessor ist unerwünscht. Eine solche virtuelle Maschine ist langsam und kann keine Aufgaben effizient ausführen. Ein weiteres Parameter, der die Geschwindigkeit der virtuellen Maschine beeinflussen kann, sind die Videoeinstellungen. Wenn Sie zum Beispiel die 2D- oder 3D-Beschleunigung in VirtualBox aktivieren, können einige Anwendungen wesentlich schneller ausgeführt werden. Wenn Sie grafikintensive Anwendungen auf der virtuellen Maschine ausführen, kann eine Erhöhung des Videospeichers die Geschwindigkeit ebenfalls erhöhen. Diese Einstellung steht in direktem Zusammenhang mit den Einstellungen des auf dem Haupt-PC installierten Videos-Adapters. Wenn Sie eine virtuelle Maschine erstellen, können Sie zwei verschiedene Arten von virtuellen Festplatte hinzufügen. Standardmäßig verwendet eine virtuelle Maschine einen dynamischen Datenträger, dessen Größe mit zu meiner Füllung zunimmt. Wenn Sie eine neue virtuelle Maschine mit einem dynamischen Datenträger und einer maximalen Größe von 30 GB erstellen, nimmt diese sofort 30 GB Speicherplatz auf Ihren Festplatte in Anspruch. Wenn das Betriebssystem und die Programme erst einmal installiert sind, werden vielleicht nur 10 GB benötigt. Und wenn Sie den virtuellen Laufwerk Dateien hinzufügen, wächst es auf 30 GB an. Dies ist praktisch, da jede virtuelle Maschine keinen unnötigen Speicherplatz auf der Festplatte Ihres Computers beansprucht. Ein dynamisches Laufwerk wiederum ist langsamer als ein festes Laufwerk. Wenn Sie eine Festplatte hinzufügen, wird die gesamte Kapazität zugewiesen und abhängig von der Datenmenge auf der Festplatte. Die Festplatte einer virtuellen Maschine benötigt mehr Speicherplatz als die Festplatte eines Computers, aber das Hinzufügen oder Kopieren von Dateien geht schneller. Wenn Sie eine virtuelle Maschine mit einer dynamischen Festplatte erstellt haben, können Sie diese in eine feste Festplatte umwandeln. Weitere Einzelheiten finden Sie in unserem anderen Video, dessen Link ich in der Beschreibung hinterlasse. Nach der Installation eines Betriebssystems auf der virtuellen Maschine muss als erstes ein Toolkit oder ein Treibpaket installiert werden, zum Beispiel VirtualQuest Edition oder VMware Tools. Solche Pakete erhalten Treiber, die das Betriebssystem schneller machen. Die Installation ist einfach. Starten Sie in VirtualBox die Maschine
und wählen Sie Geräte, zusätzliches Gastbetriebssystem, Disk ein Mensch einbinden. Führen Sie dann das Installationsprogramm aus, das als separates Laufwerk in Ordnung dieser Computer des Gastbetriebssystems erscheint. Wählen Sie im VMware-Workstations virtuelle Maschinen VMware-Tools installieren. Führen Sie dann das Installationsprogramm aus, das im Explorer als separates Laufwerk erscheint. Eine weitere Möglichkeit, eine virtuelle Maschine zu beschleunigen, ist das Hinzufügen des Ordners der virtuellen Maschine zu den Ausnahmen Ihres Antivirenprogramms. Antivirenprogramm scannt unter anderem auch die Dateien der virtuellen Maschine, was deren Leistung verringert. Der Punkt ist jedoch, dass Antivirensoftware keinen Zugriff auf die Dateien innerhalb des Gastbetriebssystems hat, sodass eine solche Überprüfung sinnlos ist. Sie können im Gerätemanager nachgehen, ob das Antivirenprogramm die Dateien der virtuellen Maschine scannt. Wenn Sie hier viele Prozesse der virtuellen Maschine sehen, versuchen Sie, das Antivirenprogramm zu deaktivieren oder den Programmordner zu den Ausnahmen hinzufügen. Antivirus wird alle Dateien in diesem Verzeichnis ignorieren. Das Einfrieren kann auch durch die Installation eines neuen Antivirenprogramms verursacht werden. Überprüfen Sie, ob das Antivirenprogramm zusammen mit der kürzlichen Installieren-Software installiert wurde. Wenn ja, dann installieren Sie es einfach über die Systemsteuerung. Es wird auch empfohlen, Ihre Beschleunigungseinstellungen zu überprüfen. VTX und MDLW sind spezielle CPU-Erweiterungen, die die Leistung virtueller Maschine verbessern sollen. Auf manchen Computern ist diese Erstellung nicht automatisch aktiviert. Um sie zu aktivieren, gehen Sie in BIOS des Computers und aktivieren sie manuell. Wenn Sie ein Problem mit einer virtuellen Maschine haben, stellen Sie sicher, dass die angegebenen Virtualisierungsfunktionen bereits im BIOS aktiviert sind. Und aktivieren Sie dann in der virtuellen Maschine. Wenn Sie eine Festplatte zum Speichern der virtuellen Maschine auf Ihrem Computer verwenden, versuchen Sie, die virtuelle Maschine auf eine SSD zu migrieren. Wenn Sie eine virtuelle Maschine auf eine SSD verschieben, wird der Betrieb der virtuellen Maschine spürbar beschleunigt. Die erste und beste Verbesserung für Ihren Computer ist der Einbau eines CCD-Laufwerks. Dadurch wird der Computer und damit auch die darauf installierte virtuelle Maschine erheblich beschleunigt. Es wird auch nicht empfohlen, die Festplatten virtueller Maschine und externen Speichermedien abzulegen. Sie sind sogar langsamer als die interne Festplatte. Das in der virtuellen Maschine installierte Betriebssystem unterscheidet sich wesentlich von dem, das auf dem Hauptcomputer läuft. Es kann mit denselben Prinzipien und Techniken beschleunigt werden wie jedes andere Betriebssystem. Die Systemleistung wird beispielsweise verbessert, wenn sich Hintergrundprogramme oder solche, die beim Systemstart automatisch gestartet werden, schließen. Die Systemleistung wird dadurch beeinträchtigt, dass die Festplatte deformatiert werden muss, wenn sie die virtuelle Maschine auf einer Festplatte befindet und so weiter. Eine andere Lösung für die Leistung virtueller Maschine kann darin bestehen, die Software für die virtuelle Maschine zu ändern. Einige Benutzer behaupten, dass ein bestimmter Hypervisor schneller läuft. Eine virtuelle Maschine kann auf einen anderen Hypervisor migriert werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im vorherigen Videos. Wenn eine virtuelle Maschine beim Starten einfriert oder sich aufhängt, tritt dies in der Regel nach einer Aktualisierung des Betriebssystems auf. Dies kann durch die Aktivierung der Kerninstallationsfunktion verursacht werden. Wenn Ihre virtuelle Maschine lahmt und sich aufhängt, überprüfen Sie, ob diese Option deaktiviert ist. Suchen Sie nach Core-Isolation und deaktivieren Sie es. Oder starten Sie Microsoft Defender. Gehen Sie zu Gerätesicherheit, Kernisolierung und schieben Sie den Schieberegler auf die Position deaktiviert. Außerdem können einige Softwareversionen in Konflikt mit installierten Hyper-V, WSL2 oder Sandbox-Komponenten geraten. Im Virtualbox sehen Sie diesen Symbol. In diesem Fall müssen Sie die aktivieren. Öffnen Sie dazu Einstellungen. Anwendungen, Einstellungen und Komponenten, Windows-Komponenten aktivieren oder deaktivieren.
Deaktivieren Sie hier das Kontrollkästchen für Hyper-V. Wenn das Deaktivieren nicht funktioniert, führen Sie einen Befehl aus, um sie zu deaktivieren. Starten Sie die Befehlzeile als Administrator und führen Sie diesen Befehl aus. Nach dem neuen Start des Systems und der Überprüfung des Vorgangs sollte das Symbol beim Start wie folgt aussehen. Wenn es um die Leistung virtueller Maschinen geht, die von den jeweiligen Hypervisoren abhängt, versichert uns einige Anwender, dass Oracle VirtualBox das schnellste Tool für virtuelle Maschinen ist, für andere sind es VMware oder Hyper-V. Wie schnell eine virtuelle Maschine auf einem bestimmten Computer läuft, hängt jedoch von vielen anderen Faktoren ab. Betriebssystemversion, Betriebssystemtyp, System- und virtuelle Maschineneinstellungen, die Leistung des Computers selbst und so weiter. In jedem Fall können Sie jederzeit ein anderes Programm installieren. Sie können eine virtuelle Maschine von einem Hypervisor zu einem anderen migrieren. Siehe das vorherige Video für weitere Details. Wenn Sie Daten von einer virtuellen Maschine wiederherstellen müssen, verwenden Sie Hetman Partition Recovery. Das Programm funktioniert sowohl mit Festplatten virtuellen Maschinen als auch mit virtuellen Festplatten. Sie können Daten wiederherstellen, die bei der Nutzung von virtuellen Maschinen, VMware, VirtualBox, Hyper-V und anderen verloren gegangen sind. Falls Ihre virtuelle Maschine beschädigt wird, eine virtuelle Festplatte beschädigt wird oder wichtige Dateien verloren gehen, hilft Ihnen die Software, diese wiederherzustellen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.